baue da auch noch mal zwei. Also das sind insgesamt jetzt 300, 600, 900 Mineralien, die nur für Cannons drauf gingen, die ja wahrscheinlich nur einmal, die nur einmal schießen zur Abschreckung. Hier das plus 1 Weapon Upgrade. Hätte ich noch ein bisschen Chrono boosten können. Hier, ah, okay, Charge erforsche ich also auch. Anscheinend war es mir zu diesem Zeitpunkt auch sehr wichtig, obwohl wir uns kaum abtasten. Ich verstehe eigentlich kaum. Ich fliege zwar manchmal rüber, aber sonst ist ja eigentlich nicht so viel Krieg hier in diesem Spiel. Was natürlich für die Zuschauer immer ein bisschen langweilig ist, aber naja, gut. Ich habe jetzt einfach mal eben Replay rausgesucht und einfach gesagt, komm, das castest du jetzt. So, ich habe ein bisschen mehr Income. Hier der typische Fehler, einfach in der Schlange 5 Probes bauen. Das ist, lohnt sich einfach nicht. Das Gold, die Mineralien kann man einfach besser in der Zeit erstmal ausgeben und dann nachher, wenn die Probes fertig sind, dann kann man sie direkt auch nachbauen. So dass man, jetzt hat man das Geld ja quasi schon ausgegeben und wenn man sie einfach so einzeln hintereinander baut, dann hat man das Geld halt immer so in der Kasse und dann kann man das halt notfalls für irgendwas anderes ausgeben. Hier kommt mein Armor Level 1 Upgrade. Ich Chrono booste es vorbildlich. Habe mittlerweile 6 Warp Gates. Und hier, bam, baue ich einen Fleetbank. Ich habe mir gedacht, scheiße Mann, ich habe noch nie ein Mothership gespielt im Ladder Game. Warum nicht jetzt? Guck also oben, ah verdammt, mir fehlt Gas und Supply. Also baue ich gleich erstmal ein Pylon nach. Sollte ich jetzt gleich machen. Nebenbei gucke ich mal auf Income. Ja, ich habe mehr Gas-Income als er. Aber wir haben ungefähr gleich viele Worker. Hier baue ich zwei Pylons nach. Und habe jetzt gerade genug Gas. Aber mir fehlen einfach noch die Pylons. Ich werde das Mothership wahrscheinlich an dieser Echse bauen. Ja, da ist es schon. Ich warte darauf, dass das Pylon fertig wird. Und bam! Ich freue mich jetzt wie ein Osterhase, der sich freut und Chrono booste das Ding halt, bis es draußen ist. Ich habe 140 Supply, mein Gegner hat 109 nur. Was hat er denn vor? Er baut auch weitere Gateways, hat aber momentan nur 4. Oh, Robotics Bay, das heißt Colossi, aber er baut nichts. Warum baut er nichts? Chrono boostet sein plus 2 Weapon Upgrade. Also wirklich macht er nichts. Er hat ein paar mehr Worker jetzt. Seine Echse, oh nice, hier in meinem Pylon habe ich ein paar Zealots reingeworbt. Und die haben erstmal die Echse zerstört. Die sterben zwar jetzt auch, aber war ein besserer Tausch, muss ich sagen. Ja, er hat 50 Mineralien insgesamt im ganzen Spiel mehr verloren, was nicht ganz so viel ist, da wir uns kaum abtasten. Mein Mothership hier schon, ja, gut, so 65% fertig, würde ich mal jetzt so tippen. Meine Echse, meine zweite Echse hier auch im Bau. Meine Phönixe sind AFK. Trinken sich einen Tee oder so. Keine Ahnung, warum ich die da nicht gemoved habe. Ich hätte zur Echse fliegen können und vielleicht diese Probe hier abgreifen können oder whatever. Ich hätte auf jeden Fall was machen können. Jetzt fällt es mir auf. Er mit seinem Observer sieht immer noch so, ja, ein bisschen. Also, er hätte ruhig über meine Base fliegen können. Ich hatte überhaupt keine einzige Cannon. Und da kommt mein Mothership raus. Da leckt auch mein Game schon. Und ich natürlich super, super, super stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, das Mothership rauszubringen. Ich also jetzt insgesamt 160 Supply, er mit 120 nur. Was ich nicht ganz verstehe. Oh, er hat auch sehr viel Gas. Das hätte er viel besser ausgeben können. Ah, dann erster Kolossus. Gateway immer noch nicht gemorpht. Aber dafür schon das Upgrade drin. Das Level 2 Upgrade und jetzt macht er das Schild Upgrade. Okay. Oh, aber er mit seinem Observer sieht einfach alles. Er sieht, oh, verdammte Axt, da kommt jetzt was auf mich zu. Und da hat er recht, ne? Da hat er echt recht. Aber das Mothership ist halt einfach echt viel zu langsam, finde ich. Also es sollte schon viel, viel schneller sein. Muss ich jetzt auch mal sagen. So, und jetzt sehen wir hier eine nice Aktion von dem Klokonitzwa. Force Field hier erstmal meiner Hälfte der Army raus. Und ich natürlich, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Fällt mir dann auf, ich habe 100 Mana für einen Vortex. Das könnte ich doch gleich mal einsetzen. Ja, und da kommt es. Und die Hälfte seiner Army ist einfach mal weggesaugt. Und ich dachte mir, oh, so cool, gehst dran vorbei.
werde ich auch ein paar von meinen Einheiten eingesaugt. Nicht ganz so gut von mir, aber ich habe einfach immer noch mehr. Der Carrier, er wird auch eingesaugt. Oh, aber jetzt das Vortex zu Ende und ich habe ihn surrounded. Alle meine Einheiten sind unsichtbar, machen alles kaputt hier. Die kleinen Wischel schießen alles kaputt und ich weiß auch nicht. Und seine Echse fällt jetzt einfach in diesem Moment. Er ist übelst pissed, greift mit seinem letzten Kolossi an und verlässt das Spiel. Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, boah, Masashi ist ja voll imbar, macht ja alles kaputt. Aber dazu muss man einfach sagen, ich hatte viel, viel, viel mehr Supply, was ziemlich komisch ist. Also ich dachte zu diesem Moment, verdammt, das Masashi ist ja echt krass, ey. Ich glaube, ich werde es jetzt immer spielen. Aber wenn man einfach mal zurückspult, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Wann habe ich das Mothership denn im Bau? Ich gucke nochmal. Ich spule noch ein bisschen vor. Da ist das Mothership im Bau. So, machen wir hier Pause. Jetzt gucken wir mal auf unsere Supply-Zahlen. 132 gegen 107. Ja gut, das ist noch nicht ganz so viel Unterschied. Da könnte man auch schnell aufholen. Aber die Tatsache einfach, dass er zu wenig Gateways hatte. Er hatte 3 Viertes im Bau. Ich hatte einfach mal 6. Ich konnte einfach instant alles reinwarpen. Dazu hatte ich ein Stargate, was die ganze Zeit irgendwas produziert hat. Zum Schluss halt auch ein Carrier. Und er hatte eine Robotics Facility, was so gut wie gar nicht. Also er hatte keinen Immortal. Ja, er hatte überhaupt keinen Immortal im Spiel. Ein Kolossi jetzt, 2 Kolossi zum Schluss. Und ein Observer. Also die Robotics Facility hat sich kaum ausgezahlt, finde ich. Und deswegen, weiß ich nicht, ob er das hätte bauen sollen. Und wenn er eine Echse hat, dann kann er auf jeden Fall auf mehr Warp-Gates umsteigen. Weil 4 ist da, finde ich, einfach noch zu wenig, um auch irgendwie mehr Power reinzukriegen, falls man angegriffen wird. Also einfach mal reinwarpen und bam. Aber man sieht hier 140 Supply momentan gegen 109. Ich spule nochmal ein bisschen vor, bis mein Mothership fertig ist. Also wir gucken uns nochmal die Stelle an, bevor den großen Kampf. So, da ist mein Mothership. Ich warte noch ein bisschen, weil ich habe noch nebenbei ein bisschen reingeworbt. Und man merkt jetzt einfach, jetzt wo ich gerade Go mache, 172 Supply gegen 126. Also, ich weiß nicht, was der Typ falsch gemacht hat. Er hat ein bisschen weniger Income jetzt. Warum hat er weniger Income? Er hat doch viel mehr Worker. Ah, okay, weil seine Main leer ist. Okay, meine Main war ja noch ein bisschen da. Alles klar, das ergibt Sinn. Und ja, dieses Income hat ihn jetzt einfach auch irgendwie nochmal ein bisschen gefehlt jetzt am Ende. Er hat halt ein bisschen getecht, also er hatte ein Zweihard-Console, hat Blink und Charge erforscht, hat ganz Zeit hier die Upgrades durchgechrono-boostet, was auch nicht schlecht ist an sich. Nur er hat halt seine Army dadurch nicht vergrößert. Ja, also was bringt einen irgendwie ein Stalker mit 1-2 Upgrade, der alleine gegen 3 Stalker kämpfen muss? Und dann sieht man einfach zum Schluss, also sein Force Field war gut. Sein Force Field war gut hier. Aber das Vortex hat das gleich einfach mal ausgeglichen. Ja, hier ziehe ich mich nochmal kurz zurück. Aber jetzt gleich, zack, bam. Da sind einfach mal, ich weiß gar nicht, wie viele. Da sind bestimmt 8, 9 Stalker drin. Und die Stalker hätten es jetzt gleich nochmal reißen können. Also wenn ich kein Mothership gehabt hätte und dieses Vortex nicht eingesetzt hätte, dann hätte ich mich vielleicht nochmal zurückziehen müssen. Aber selbst mit dem Carrier und so, ich glaube, das Spiel wäre vorbei gewesen. Ja, okay, das waren 4, 5, vielleicht 6. Aber man muss auch bedenken, ein paar Einheiten von mir werden auch reingesaugt. Also ich hatte einfach ganz, ganz hohen Supply-Vorteil, was ich nicht verstehe. Beziehungsweise, ja, klar, er hat halt viel zu viel getecht, ne? Er hat sich nicht auf eine Sache konzentriert. Naja, gut, Freunde. Das war das Spiel. Ich freue mich, dass ich irgendwas zu tun hatte jetzt gerade. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr endlich mal ein neues Video von mir seht. Also, man sieht sich. Bis demnächst. Over and out.